Im Hauptbahnhof von Koblenz ist gerade der IC 2014 aus Stuttgart eingetroffen und dieser wartet nun auf die Weiterfahrt nach Köln Hauptbahnhof über die linke Rheinstrecke. Die Fahrdienstleitung an 2014. 2014, bitte kommen. 2014 hört. Ich muss Sie noch einmal an das Alkoholverbot erinnern. Das Spiel beginnt erst um 15.30 Uhr, also noch bevor Sie in Köln sind. Aber die Polizei hat es noch nicht aufgehoben. Ihnen wünsche ich eine gute Fahrt. Und somit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Fahrt mit dem IC 2014 über die linke Rheinstrecke von Koblenz nach Köln Hauptbahnhof. Im Führerstand der Baureihe 120 angekommen, werden als allererstes gleich mal die Türen geöffnet, damit die lieben Fahrgäste auch ein- und aussteigen können. Als nächstes muss die Baureihe 120 aufgerüstet werden, dazu wird als allererstes die Batterie eingeschalten. Der Richtungswender geht in die Mittelstellung. Das ZG1 wird eingeschaltet, die Instrumentenbeleuchtung wird eingeschaltet. Nun muss der Triebfahrzeugführer überprüfen, ob sich 10 Bar Druck im Hauptluftbehälter befinden. Das ist nicht der Fall. Somit muss der Luftpresser einmal gestartet werden. Der Druck zum Heben des Stromabnehmers reicht aber aus. Vorher muss natürlich der Stromabnehmer erstmal vorgewählt werden und anschließend kann der Stromabnehmer 2 gehoben werden. Sobald die Fahrdrahtspannung von 15 kV anliegt, das kann aus der linken Konsole aus dem rechten Rundinstrument entnommen werden, das ist die KV-Anzeige, kann auch der Hauptschalter eingeschalten werden. Die Bremse kann nun auf 4,7 bar eingestellt werden und zugleich kann auch die Handbremse der Baureihe 120 gelöst werden. Nun müssen noch die Zugsicherungssysteme eingeschaltet werden. Einmal die PZB90. Gefahren wird in der oberen Zugart, somit ist der Leuchtmelder 85 aktiv. Die SIFA wird eingeschaltet und die Linienzugbeeinflussung wird ebenfalls eingeschaltet. Der Richtungswender geht nun in die Vorwärtsstellung. Und die AFB wird auch noch eingeschaltet. Der Geschwindigkeitswert der AFB kann gleich mal auf 90 km/h eingestellt werden. Die Zustimmung zur Weiterfahrt ist noch nicht erteilt. Das Hauptsignal signalisiert HP0. Und sobald dann der Achtungspfiff des Zugchefes zu hören ist, muss der Triebfahrzeugführer einmal den Türschließungsauftrag hier von der Baureihe 120 aus ausgeben, dass dann auch alle Türen ordnungsgemäß schließen. Ja, am Zugschluss befindet sich ein klassischer IC-Wagen, um genauer zu sein, ein IC-Wagen der ersten Klasse. Und somit geht es für den IC 2014 kommend aus Stuttgart Fahrtziel Emden dann über die linke Rheinstrecke bis nach Köln Hauptbahnhof. Ein Regionalzug blockiert hier noch den Fahrweg bzw. die Fahrstraße des IC 2014. Und sobald die gleisfreie Rückmeldeanlage zurückgemeldet hat, dass der Weichenbereich frei ist, müsste dann auch die Fahrstraße für den IC 2014 gestellt werden. Und somit signalisiert das Hauptsignal HP1, das Vorsignal VR1. Und in wenigen Stunden findet ja das Fußballspiel statt. Frankfurt gegen Köln. Austragungsort Köln. Das Alkoholverbot gilt immer noch.
Und somit darf natürlich kein Alkohol hier ausgegeben werden und auch nicht verzehrt werden. Die Türen sind geschlossen, die Bremsen sind gelöst und somit kann die Leistung aufgeschalten werden. Es sind weiterhin noch einige Sonderzüge unterwegs, die jetzt natürlich erstmal die Fans zum Stadion bringen und dann natürlich auch wieder vom Stadion nach Hause bringen. Aus der restriktiven Überwachung kann sich gleich befreit werden, da die zu fahrende Höchstgeschwindigkeit größer ist als die Prüfgeschwindigkeit im Wechselblinken. Die Geschwindigkeit muss dann gleich auf 90 km/h reduziert werden und das Ganze wird durch ein LF6 angekündigt. Durch das Geschwindigkeitsankündigungssignal mit der Kennziffer 9. Wir begrüßen Sie herzlich im Intercity 2014 auf der Fahrt von Stuttgart Hauptbahnhof nach Emden Hauptbahnhof. Dieser Zug hält in Andernach, Remagen, Bonn, Köln, Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen, Gelsenkirchen, Wanne-Eickel, Recklinghausen, Münster, Westfalen, Rheine, Lingen, Meppen, Papenburg und Leer. Den Endbahnhof Emden erreichen wir voraussichtlich um 19.25 Uhr. Der nächste Halt des Zuges ist Andernach. Den Erste-Klasse-Bereich finden Sie in diesem Zug in den Wagen 11 und 12 am Ende des Zuges, den Zweite-Klasse-Bereich zwischen den Wagen 6 und Wagen 10 am Anfang des Zuges. Beachten Sie bitte, dass dieser Zug kein Bordrestaurant bzw. Bistro mitführt, allerdings steht Ihnen ein Catering-Service zur Verfügung. Meine Damen und Herren, bitte beachten Sie, dass aufgrund einer polizeilichen Anweisung der Alkoholausschank und Alkoholgenuss in den Zügen in Richtung Köln zurzeit verboten ist. Wir bitten Sie, sich daran zu halten. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, das wünschen wir. Und ja, wie gesagt, in Fahrtrichtung Köln gilt für alle Züge eben ein Alkoholverbot. Somit darf kein Alkohol ausgeschenkt werden und auch nicht verzehrt werden. Koblenz-Lütze. Und im Güterbereich von Koblenz-Lütze stehen von DB Cargo selbst Entladewagen der Gattung FALNS und mit Erreichen des Zugschlusses am LF7 am Geschwindigkeitssignal darf dann die Geschwindigkeit auf 160 km/h erhöht werden. Ja, auf der Strecke ist einiges los. Viele Regionalzüge sind unterwegs und natürlich auch einige Sonderzüge. AP1. Der IC 2014 verkehrt ja jetzt über die linke Rheinstrecke und die linke Rheinstrecke führt am Nieder- und Mittelrhein entlang und von Köln über Bonn, Koblenz und Bingen bis nach Mainz. Das ist also die komplette linke Rheinstrecke. Dann gibt es natürlich auch noch die rechte Rheinstrecke. Beide Strecken sind landschaftlich sehr, sehr schön gelegen. Servus, Herr Kollege. Der nächste fahrplanmäßige Halt des IC 2014 ist dann in wenigen Minuten Andernach.
Bei den zusätzlichen Sonderzügen, die ja hier noch auf der Strecke verkehren, ist bis jetzt keine Störung gemeldet worden. Das war also der einzige Zwischenfall, der sich bei Sinzig am Rhein bzw. in der Nähe des Bahnhofes Sinzig am Rhein ereignet hat, wo ja der Sonderzug einen Nothalt einlegen musste. Die angesprochene linke Rheinstrecke ist somit insgesamt 181 Kilometer lang und die Höchstgeschwindigkeit oder die zu fahrende Höchstgeschwindigkeit beträgt 160 km/h. Das Vorsignal signalisiert VR1, Fahrt erwarten. Das Vorsignal steht im ganz normalen Bremsabstand zur Strecke. Und die Geschwindigkeit muss in wenigen Augenblicken gleich wieder reduziert werden. Und zwar auf 120 Stundenkilometer. Auch diese Geschwindigkeitsreduzierung sollte durch ein LF6 angekündigt werden. AP1, VR1. Und Geschwindigkeitsreduzierungen können sehr gut mit der E-Bremse durchgeführt werden. Sobald der Bremsvorgang abgeschlossen ist, kann auch der Geschwindigkeitswert der AFB auf den dementsprechenden Wert eingestellt werden und die Leistung kann wieder hinzugeschaltet werden. Die Geschwindigkeit dürfte jetzt wieder auf 130 km/h erhöht werden. Da der Zug aber gleich andernach erreicht, wäre das jetzt nur sinnloser Stromverbrauch und unnötige Materialbelastung. Somit werden die 2 Kilometer mit 120 km/h schnell gefahren. Verehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Andernach. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. In Andernach haben Sie Anschluss an die Regionalbahn nach Mayen Ost, planmäßige Abfahrt 15.09 Uhr von Gleis 3. An den Regionalexpress nach Emmerich über Bad Breisig, Remagen, Oberwinter, Köln, Düsseldorf 15.28 Uhr von Gleis 2. An die Regionalbahn nach Kaisersesch, planmäßige Abfahrt 15.41 Uhr von Gleis 3. Nächster Halt Andernach, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wir verabschieden uns von Fahrgästen, die hier aussteigen und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Sehr schön auch, dass der Zugchef hier gleich die weiteren Anschlussmöglichkeiten den Fahrgästen mitteilt. Ein weiteres LF6 kündigt eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 110 km/h an.
und im Abstellungsbereich bzw. im Bereich der Gütergleise steht eine Baureihe 294 XV100 und wartet hier auf ihren nächsten Rangierauftrag. Des Weiteren befinden sich hier Kesselwagen und weitere Selbstentladewagen. Und die Fahrmotorlüfter schalten auch aus. Und die Zustimmung zur Weiterfahrt ist bereits erteilt. HP1. In Andernach ist dann noch ein kurzer Aufenthalt vorgesehen von ein paar Minuten. Und wenn der IC 2014 jetzt zum Beispiel hier zu früh angekommen wäre von der eigentlichen Ankunftszeit, dann darf der Zug nicht früher abfahren als die reguläre Abfahrtszeit oder die planmäßige Abfahrtszeit. Die herausgefahrene Zeit muss dann praktisch abgestanden werden. Die Fahrgäste sind bereits alle schon ein- oder ausgestiegen. Es befindet sich kein Fahrgast mehr im Gefahrenbereich zwischen Bahnsteigkante und Einstiegsbereich der Wagen. Die Türen schließen und sobald der Leuchtmelder dauerhaft weiß aufleuchtet, dann kann die Leistung aufgeschalten werden und der Geschwindigkeitswert der AFB kann gleich auf 110 km/h eingestellt werden. Und man hört auch schön, sobald die Leistung aufgeschalten wird, wie die Stromrichter wieder ihrer Tätigkeit nachgehen. Das Vorsignal signalisiert VR1 und die Topografie lässt hier keine zu fahrende oder eine höhere zu fahrende Geschwindigkeit wie 110 Stundenkilometer zu. Und vor dem Bau der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main war die linke Rheinstrecke eine der wichtigsten Eisenbahnstrecken Mitteldeutschlands.
Rechts ist dann auch schon der Rhein zu sehen. Der nächste fahrplanmäßige Halt wird dann in wenigen Minuten Remagen sein. Streckenkilometer 70,4 und mit Erreichen des Zugschusses am LF7 am Geschwindigkeitssignal darf dann die Geschwindigkeit auf 140 km/h wieder erhöht werden. Alle 200 Meter ist ja eine weiße Hektometertafel entlang der Strecke anzutreffen. Und so eine Hektometertafel enthält zwei Angaben. Der obere Wert, in diesem Falle jetzt die Zahl 68, ist die Kilometerangabe. Und die einstellige Ziffer darunter ist die Hektometerangabe. Und die Kilometrierung ist in Fahrtrichtung Köln absteigend. Der Kollege ist hier ebenfalls mit der Baureihe 120 unterwegs. Die Baureihe 120 ist eine Elektrolokomotivbaureihe der Deutschen Bahn. Und die Baureihe 120 ist die weltweit erste in Serie gebaute Drehstromlokomotive im Hochleistungsbereich mit Umrichter in Halbleitertechnik. Und somit ist die Baureihe 120 ein wirklicher Meilenstein und ein richtiges Schmuckstück von einer Elektrolokomotive. Die Geschwindigkeit darf jetzt auf 160 Stundenkilometer erhöht werden. Mit dem Umschlagbahnhof Köln-Eiffeltor und dem Güterbahnhof von Bonn verkehren hier natürlich auch sehr, sehr viele Güterzüge. Und vor dem Bau der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main mussten sich ja die Personenzüge, also Fernverkehrs- und Regionalzüge und auch die Güterzüge, ein Gleis pro Fahrtrichtung teilen, und das sorgte natürlich hier immer für Verzögerungen und für Verspätungen, denn die Strecke war eben vor dem Bau der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main ein richtiges Nadelöhr. Das Wetter hat sich auch wieder beruhigt. Die Sonne scheint, ja, und es herrscht eine leichte Bewölkung. Der Regen hat sich auch wieder verzogen.
meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Remagen. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Sie haben Anschluss an den Schienenersatzverkehr nach Ahrbrück. Planmäßige Abfahrt ist 15.11 Uhr am Bahnhofsvorplatz. An die MRB nach Köln-Messe-Deutz über Oberwinter, Landseck, Bonn-Mehlem, Bonn-Bad Godesberg, Bonn-Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt 15.11 Uhr von Gleis 2. An den Regionalexpress nach Emmerich über Oberwinter, Bonn-Bad Godesberg, Bonn-Hauptbahnhof, Köln. 15.43 Uhr von Gleis 1. An die Regionalbahn nach Bonn-Hauptbahnhof über Oberwinter, Bonn-Mehlem, Bonn-Bad Godesberg, 15.48 Uhr von Gleis 2. Wir verabschieden uns von Fahrgästen, die hier aussteigen, und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Und gerade erreichte der IC 2014, während der Zugchef hier die Fahrgäste informiert über den nächsten Halt, Sinzig am Rhein, wo eben der Sonderzug außerplanmäßig halten musste. Das Vorsignal signalisiert VR2, der ZS3V mit der Kennziffer 12 kündigt eine zu fahrende Geschwindigkeit von 120 km/h an. HP2, langsam fahrend. Somit erreichte IC 2014 Remagen. Zustimmung zur Weiterfahrt ist auch schon erteilt worden. Das Hauptsignal bzw. das Ausfahrsignal von Remagen signalisiert HP1. Insgesamt gab es von der Baureihe 120 65 Lokomotiven. Alle waren natürlich, oder fast alle, waren bei DB Fernverkehr beheimatet. Und die Ausmusterung begann dann 2016 bis 2021. Und insgesamt sind vier Fahrmotoren in der Baureihe 120 verbaut worden. So, der Achtungspfiff ist ertönt. Somit werden die Türen einmal geschlossen. Ja, und der gute Herr hat jetzt leider Pech gehabt. Das Zugpersonal ist auch schon eingestiegen. Somit kann die Leistung wieder aufgeschalten werden.
Die Geschwindigkeit darf nun auf die angekündigten 120 Stundenkilometer erhöht werden. Das Ganze wird hier nochmal durch ein LF7 angezeigt. Und der Kollege erreicht hier ebenfalls Remagen. Das LF6 kündigt nun eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 100 km/h an. Der nächste fahrplanmäßige Halt ist dann in wenigen Minuten Bonn Hauptbahnhof. Und die Strecke verläuft jetzt erstmal sehr bogenreich. Deswegen muss auch die Geschwindigkeit auf 100 km/h reduziert werden. Servus. Die zulässige zu fahrende Höchstgeschwindigkeit der Baureihe 120 beträgt 200 km/h. Der Kollege mit einem schweren Güterzug hier unterwegs auf der linken Rheinstrecke. Im Zugverband befinden sich Selbstentladewagen der Gattung FALNS. Und bei Bonn-Mehlem befindet sich ja die nächste, beziehungsweise eine der zwei vorübergehenden Langsamfahrstellen aufgrund von Gleisbauarbeiten. Und diese Langsamfahrstelle wird dann angekündigt durch ein LF1-Signal, beziehungsweise durch ein LF1, also die Langsamfahrscheibe, und diese kündigt eben an eine vorübergehende Langsamfahrstelle, die dann eben mit dem angezeigten Geschwindigkeitswert befahren werden darf. Und mit Erreichen des Zugschlusses am LF7, Geschwindigkeitssignal, geht es dann wieder rauf auf 120. Und hier wird jetzt die Langsamfahrstelle schon angekündigt durch das LF1, durch die Langsamfahrscheibe.
AP1, VR1. Man spricht zwar hier von einem Langsamfahrsignal, aber dargestellt wird das Ganze auf einer sogenannten Scheibe. Und rechts ist dann auch schon das LF2 zu sehen, die Anfangsscheibe, ein schwarzes A auf orangenem Hintergrund. Ja, und die Kollegen müssen hier schuften. Und darauf folgt dann die Endscheibe, das LF3, ein schwarzes E auf weißem Hintergrund. So sind in der Regel die vorübergehenden Langsamfahrstellen abgesichert bzw. werden diese angekündigt. Und mit Erreichen der Endscheibe darf dann die Geschwindigkeit wieder erhöht werden. Beziehungsweise mit Erreichen des Zugschlusses an der Endscheibe darf dann die Geschwindigkeit wieder erhöht werden. So muss es natürlich korrekt lauten. Es geht rauf auf 160 km/h. Zugschluss ist schon drüber über die Endscheibe. In Fahrtrichtung Köln ist das die einzige vorübergehende Langsamfahrstelle. Diese findet immer Anwendung eben bei Instandhaltungsarbeiten oder eben ja, irgendwelchen Bauarbeiten, die eben vorübergehend stattfinden. Und eine dauerhafte Langsamfahrstelle sind dann eben dauerhafte Geschwindigkeitsreduzierungen, die also auch so dann im Fahrplan hinterlegt sind. Und diese werden dann eben angekündigt. Bonn Hauptbahnhof. Der Ausstieg in Bonn befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Dort haben Sie Anschluss an die Regionalbahn nach Rheinbach. Planmäßige Abfahrt 15.31 Uhr von Gleis 5. An die MRB nach Köln-Messe-Deutz über Ostdorf-Sechte-Brühl 15.31 Uhr von Gleis 1. An den Intercity-Express nach Hamburg-Altona über Köln-Solingen-Wuppertal 15.44 Uhr von Gleis 1. An die Regionalbahn nach Euskirchen 15.46 Uhr von Gleis 5. Wir verabschieden uns von Fahrgästen, die hier aussteigen und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Servus, Herr Kollege. Ja, und diese werden eben dann durch ein LF6 und LF7 signalisiert. Das ist so der Unterschied zwischen einer vorübergehenden und einer dauerhaften Langsamfahrstelle. Ab Bonn Hauptbahnhof sind es dann noch so rund 30 Kilometer bis nach Köln Hauptbahnhof.
und kurz vor dem Erreichen des Hauptbahnhofes von Bonn muss die Geschwindigkeit wieder reduziert werden. Und zwar auf 100 Stundenkilometer. Und den Bahnsteigsbereich des Hauptbahnhofes von Bonn beziehungsweise den Bahnsteigsbereich des Gleises 1 sieht der Triebfahrzeugführer erst sehr, sehr spät, da er sich direkt hinter einem Bogen befindet. Oh, und die Polizei ist auch schon vor Ort, um hier dann doch noch für etwas Sicherheit zu sorgen. Aus Platzgründen wurden die Haltetafeln links aufgestellt. Bei diesen fehlt aber der Richtungspfeil. Somit weiß der Triebfahrzeugführer nicht, für welches Signal, für welches Gleis, pardon, die H-Tafel eben ihre Bedeutung hat. Ja, guten Tag, die Herrschaften. Am Hauptsignal rechts ist das nächste LF7 schon zu sehen. Das Geschwindigkeitssignal mit der Kennziffer 13. Somit darf die Geschwindigkeit mit Erreichen des Zugschlusses dann auf 130 km/h erhöht werden. Türen sind geschlossen, Bremsen gelöst und die Leistung kann wieder aufgeschalten werden. Und links ist dann der Güterbahnhof von Bonn zu sehen. Und mit Erreichen des Zugschlusses am LF7, am Geschwindigkeitssignal mit der Kennziffer 16, darf dann die Geschwindigkeit auf 160 km/h erhöht werden. Und ein Talent 2. Fahrgäste im Intercity 2014 auf der Fahrt von Stuttgart Hauptbahnhof nach Emden Hauptbahnhof. Dieser Zug hält unterwegs in Köln, Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen, Gelsenkirchen, Wanne-Eickel, Recklinghausen, Münster in Westfalen, Rheine, Lingen, Wempen, Papenburg und Leer.
Emden Hauptbahnhof erreichen wir voraussichtlich um 19.25 Uhr. Der nächste Halt dieses Zuges ist Köln Hauptbahnhof. Meine Damen und Herren, wir weisen Sie darauf hin, dass der Alkoholgenuss in diesem Zug bis Köln Hauptbahnhof verboten ist. Wir bitten Sie herzlich, sich daran zu halten. Nächster Halt Köln Hauptbahnhof. Ja, das ist dann eben das Ende vom Lied. Wenn ja ein gewisses Klientel im Zug eben randalieren muss und dann natürlich nach dem Aussteigen geht es auf den Bahnsteig in Sinzig am Rhein gleich weiter. Da hat ja dann ein Fußballfan den Mülleimer umgeschmissen und einen Gepäckwagen umgeschmissen. Ja, und da ein bisschen randaliert. Und zack, kam es schon zu Verzögerungen im Zugverkehr. VR1. Fahrt erwarten. Und 24 Kilometer sind es noch bis nach Köln. P1, das Hauptsignal, fungiert hier als Blocksignal und eine weitere Zugfahrt in Fahrtrichtung Bonn und Koblenz steht an. Servus. Aber die Strecke ist wirklich, ja, landschaftlich sehr schön gelegen und man hat vom Führerstand aus einen, ja, doch schönen Blick auf den Rhein. Streckenkilometer 17,8. Ja, die Baureihe 120. Wenn man sich den Führerstand mal etwas genauer ansieht, wird man feststellen, dass hier noch sehr, sehr viel analog anzutreffen ist. Sprich, also noch die klassischen Rundinstrumente sind hier verbaut worden. In der Mittelkonsole natürlich einmal die beiden Rundinstrumente, rechts der Tacho, also in der Mittelkonsole, dann ist rechts der
Tacho. Links ist dann die Rundanzeige für die Zugkraft und die Bremskraft in Kilonewton. Und in der Mitte befindet sich dann die LZB-Anzeige, die Entfernungsanzeige, um genauer zu sein. In der Linkskonsole, oberhalb des GSMR-Eingabegerätes, dann eben die Oberstromanzeige in Ampere und rechts die KV, also die Fahrdrahtspannung. Und in der rechten Konsole dann die Rundinstrumente für die Hauptluftleitung, Hauptluftbehälter, Bremszylinder. Und somit sind hier eben auch die klassischen Rundinstrumente verbaut worden. Bei den neueren Lokomotiven ist natürlich das alles komplett digital gehalten. Zumindest was den Tacho und die Kilonewton-Angabe angeht, auch die Kilonewton-Angaben angeht. Genauso wie die Anzeigen der Leuchtmelder sind da teilweise im digitalen Display alle eingebaut worden. Somit gibt es da die klassischen Leuchtmelder gar nicht mehr, sondern eben nur noch in der digitalen Variante. Oder in der digitalen Version, muss man sagen. VR1. Hürth-Kalkscheuren und in wenigen Augenblicken ist dann auf der rechten Seite der Umschlagbahnhof Köln-Eiffeltor zu sehen. Und der Bahnhof ist ja auch, oder der Umschlagbahnhof ist ja riesig, ne? Das ist ja ein riesiges Areal. Und hier werden schon die ersten Container wieder verladen. Rechts, der ganze Bereich ist alles noch Umschlagbahnhof Köln-Eiffeltor. Hier werden dann natürlich die ankommenden Züge erstmal aufgeteilt und dann natürlich auch wieder neu zusammengestellt. Beziehungsweise eben dementsprechend auch wieder neu beladen. Das LF6 kündigt nun eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 80 km/h an. Und hier war eben dieser besagte Richtungspfeil oberhalb des LF6 zu sehen. Somit hat das LF6 die Bedeutung für das Richtungsgleis Köln Hauptbahnhof.
HP1V1. Somit erreicht der IC 2014 gleich den Hauptbahnhof von Köln, wo dann ein Personalwechsel stattfinden wird. Die Fahrdienstleitung an 2014. 2014 bitte kommen. 2014 hört. Das Spiel läuft. Es gibt keine besonderen Zwischenfälle. Und es steht 0:0. Natürlich haben Sie auch wieder keine Pause. Es geht um 15:53 Uhr direkt zurück nach Koblenz. Der nächste Zug ist der IC 2027. Ja, vielen Dank für die Informationen. Servus, Herr Kollege. Und links ist dann eben die Langsamfahrstelle in Fahrtrichtung Koblenz zu sehen. Dort wird an den Oberleitungsmasten gearbeitet. Köln West. Das LF6 kündigt eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 60 km/h an. Sollte aus irgendwelchen Gründen die Geschwindigkeit noch weiter reduziert werden, müsste das dann durch einen ZS3V angezeigt werden oder signalisiert werden. Und genau das ist jetzt der Fall. VR2 und der ZS3V kündigt eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h. In wenigen Minuten erreichen wir Köln Hauptbahnhof. Der Ausstieg in Köln befindet sich in Fahrtrichtung rechts. In Köln haben Sie Anschluss an die Regionalbahn nach Gerolstein, planmäßige Abfahrt 15:46 von Gleis 6 an den Regionalexpress nach Aachen Hauptbahnhof über Köln-Ehrenfeld, Haurem-Düren 15:47 von Gleis 8 an den Intercity-Express nach Berlin Hauptbahnhof über Wuppertal-Hagen, Hameln-Westfalen, planmäßige Abfahrt 15:48 von Gleis 2 an den Regionalexpress nach Paderborn Hauptbahnhof 15:49 von Gleis 4 an die Regionalbahn nach Wuppertal Hauptbahnhof 15:52 von Gleis 1, an die Regionalbahn nach Gummersbach 15:54 von Gleis 10, an den Intercity Express nach München Hauptbahnhof über Siegburg-Bonn, Frankfurt am Main Flughafen 15:56 von Gleis 6. Meine Damen und Herren, wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die hier aussteigen und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Ja. Ja, und hier haben wir den klassischen PZB-Fehler. Weiter kann man ja die Geschwindigkeit gar nicht reduzieren, ohne hier eine gewischt zu bekommen. Rechts sind die Türme des Kölner Domes zu sehen. Und nun muss ein kurzer Moment gewartet werden, denn der Druck der Bremszylinder muss erstmal gesenkt werden und der Druck in der Hauptluftleitung muss sich wieder auf 5 bar füllen und dann kann die Leistung wieder aufgeschalten werden.
Somit erreicht der IC 2014 den Hauptbahnhof von Köln auf Gleis 3. Ich hoffe, euch hat die Zugfahrt gefallen und ich würde mich dann riesig freuen, wenn wir uns in einer der nächsten Folgen wiederhören würden. Bis dann, macht's gut, euer Matthias AW. Servus.